Moini, da bin ich wieder mit Horizon Forbidden West, Aloy. Guck mal, was für eine tolle Aussicht ich hier habe. Da hinten ist so ein Mammut-Dino-Roboter. Und hier kann ich komplett über Vegas gucken. Voll schön, oder? Ich bin jetzt sogar höher als der Turm da hinten. Da sehen wir einen Langhals. Ich habe das Rebellenlager hier mir zu Fuße fertig gemacht. Das war viel schneller als das Das gibt eine andere. gute Ich hätte euch Farbe. locker mitnehmen können. Es war innerhalb von 3 Minuten gemacht. Aber es waren halt irgendwie 5, 6 Rebellen. Alle mit dem Kopfschuss. Peng, peng, peng. Paar Bauchschüsse. Rabutz, rabutz. Fertig war. Cool. Ich habe mir eine Quest ausgesucht. Und zwar eine Nebenquest. Im Tal der Gefallenen haben sich viele tödliche Maschinen versammelt und die Tiefland-Tenakt gezwungen, ihr Gebiet zu verlassen. Aloy muss die Sache untersuchen. Begib dich zum Eingang des Tals der Gefallenen. So, und das machen wir doch mal. Schnellreise. So. Das ist da unten. Da war ich noch nie. Das habe ich mir jetzt nicht gut überlegt, aber das kriegen wir hin. Hier vorne beim Beuteunternehmen, da können wir hin. Schnellreise hin, Beuteunternehmer. Der Regenpfad. Jep. Da waren überall die. Diese fiesen Viecher waren da überall. Die so schleichen können. Beuteunternehmer übrigens habe ich mir mega viel schon. Also, das ist super. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Bei den Beuteunternehmern kann man richtig toll Sachen shoppen. Also, hier bei Danur kann ich Rohstoffe mir kaufen, die ich so einfach gar nicht erfarmen kann. Und so konnte ich mir auch ein paar Sachen kaufen, um meine Rüstung aufzuwerten. Davon habe ich jetzt jeweils schon einen, deswegen ist da eine kleine Tasche neben mit einer 1. Aber manche Sachen braucht man halt super oft. So wie den kleinen Maschinenkern. Davon habe ich alle gekauft, die er hatte. Habe ich bei allen eigentlich aufgekauft, komplett. Weil man Wir das für handeln ein jeden andermal. Blödsinn braucht. Richtig gut. Deswegen bin ich auch ein bisschen pleite, vielleicht. Gut. Pirscher, genau. Pirscher sind hier überall. Dieses Tütütütütüt hier vorne. Das sagt, dass dann Pirscher irgendwo seine Falle abgesetzt hat. Links hinter mir höre ich ihn auch schon. Ja, wir gehen einfach weiter. Oh, das Spiel ist so schön. Man kann so richtig toll spazieren gehen hier. Ich möchte nicht, dass es aufhört. Aber ich will auch wissen, wie es zu Ende geht. Das muss der Eingang zum Tal der Gefallenen sein. Marschallin Evira müsste hier irgendwo sein. Evira. Die ist bestimmt da oben, oder? Zack. Da ist Marschallin Evira. Oh, sie mit trauert. Einer der vermissten Tenakt. Nein. Trauert nicht, sie weint nur. Du hast auch gesehen, was passiert ist. Marschallin Evira? Ich hörte, du wurdest zur Rettung der Tenakt gesandt, die ins Tal ging. Du musst eine von ihnen sein. Wo sind die anderen? Sie haben es nicht geschafft. Ich musste mehrere Maschinen besiegen, nur um Kenalla zu retten. Das Tal ist seit Monaten aus gutem Grund abgeriegelt. Es herrscht ein Andrang von Maschinen, als ob sie etwas angelockt hätte. Aha. Und dann diese merkwürdig glühenden Lichter an der Küste. Das Tal ist verflucht, wir hätten nicht reingehen sollen. Evira, du wurdest zur Marschallin bei der Kulrut. Und du warst an Hikaros Seite im letzten Gefecht mit Regala. Und du bist die, die auf den Flügeln der Zehen flog. Hast Regalas Gefahr im Kampf beendet. Ich tat das alles nur, um zu helfen. Auf beeindruckende Art. Und ich sah es mit meinen eigenen Augen. Und ich dachte, die Kulrut war der beste Tag meines Lebens. Marschallin zu werden, die Vision der Einheit zu bezeugen. Doch du hast dich im Kampf mit Regala übertroffen. Du bist ein Vorbild für mich. Du erwähntest merkwürdige Lichter in Küstennähe. Von einer Insel im Süden. Sie erschien eines Tages aus dem Nichts und zur gleichen Zeit kam die Maschine ins Tal. Außerdem gab es Berichte von einem Lichtstreifen, der am Himmel über der Insel auf und ab geht. Ich sah ihn in der vierten Nacht. Eine Flamme, die in den Himmel ging und in den Sternen verschwand.
Kommt man irgendwie auf diese Insel? Nein. Die Strömung zwischen der Insel und der Küste ist zu stark. Du würdest ertrinken. Lichter auf einer Insel. Ob das etwas mit den Zeniths zu tun hat? Ich weiß davon gar nichts, aber... Ich denke. Vielleicht? Wenn das Tal so lange abgeriegelt war, warum seid ihr reingegangen? Wir wollten die Prüfung ablegen. Das Tal ist ein guter Test für Tieflandsoldaten. 10 Tage und Nächte überleben. Jede Maschine ausschalten, die im Weg ist. Dex hatte einen Plan. Wir erledigen jede Maschine, eine nach der anderen, und verdienen den Respekt des Clans. Das ist ja mal ein Plan, Mensch. Am dritten Tag wurden wir von Iveca getrennt. Die Maschinen schnitten uns den Weg aus dem Tal ab. Als Marschallin Ivira uns fand, waren wir verwundet und ohne Vorräte. Weitere Maschinen griffen uns auf der Flucht an. Dex war direkt hinter uns, aber er war nicht schnell genug. Viele Maschinen an einem Ort. Klingt schlimm. Das ist bestimmt so ein Sender. Ich sollte mir das ansehen. Der die anlockt. Vielleicht kann ich es beenden. Aber warum? Dann komme ich mit dir. Kämpfe an deiner Seite. Oh, nein. Ja. Nein, okay. Ich will mich erstmal umsehen. Glaub mir, das ist das Beste. Sie sieht so krass aus mit diesen Federn hinten an ihren Armen. Wenn du im Tal bist, schau nach den großen Wasserfällen und die Klippe südlich des Metallteufels. Die Maschinen werden von diesen Orten angezogen. Okay, danke. Wir ruhen uns etwas aus und gehen dann zur Ärztin in Schluchtrand. Folge den 10, Aloy. Ich folge den 10. Boah, die Rüstung ist so cool an ihr. Ich habe doch auch so eine Rüstung, habe ich das da auch? Moment. Da. Nee, ich habe keine Federn, aber ich habe unten Federn. Ah, die ist auch echt cool. Ach, das haben sie wirklich richtig, richtig cool gemacht. Fallen mit Stil. Das ist ja nochmal hier was. Ich bin gespannt, was es mit den Zeniths auf sich hat. Moment, ich muss hier lang. Wie soll ich denn da hin? Moment. Ah, okay. Kann ich hier klettern? Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Ich glaube, ich muss hier irgendwie einmal außen drum herum. Oder ich muss rüberfliegen. Wasserfall. Obwohl, wir können ja mal gucken. Nein. Wasserfall sagt nein. Hätte ja sein können. Na, ich brauche noch... Okay, dann halt nicht. Brauche noch ein paar Barsch heute oder so. Das wäre es gewesen jetzt. Ja, laufen wir mal auf dem Weg entlang, der mich ja angezeigt wird, oder? Wo ist der? Rechts von mir. Was für ein Reittier habe ich denn derzeit? Gar keins, habe ich tot gemacht. Na gut. Was seid ihr für Viecher da hinten? Die haben Angst, dass sie überbrücke. Viel Schaden verursachen. Kann ich auch verstehen. Ich würde mich auch nicht... Nein! Ich wollte es überbrücken. Ich will jetzt nicht kämpfen. Geh weg. Genau, ich bin weg hier. Ja, ich bin weg. Schuh, los. Schuh. Vorsicht jetzt. Die haben Angst, überbrückt zu werden von mir, weil die wissen, dass sie nicht lange überleben. Ich kann jetzt defensiv und wütend überbrücken. Finde ich auch ganz witzig eigentlich. So, also. Ich muss hier durch dieses Behemoth-Areal und dann...
irgendwie da dahin kommen. Hopp, hopp. Kralli. Da komme ich doch wieder nur in das Tal. Nee, ich bin hier richtig, ich bin hier richtig. Schön auf dem Weg bleiben. Der reitet zumindest nicht so schnell, dass man nichts von der Umgebung mehr sehen könnte. Das ist doch ein guter Vorteil, oder? Dass der nicht so schnell reitet. Kann man immer gut überbrücken, wenn man... ich hätte gar nicht zurückgemusst. Wenn man sich in einen Kampf begibt. Nee, das ist es irgendwie nicht. Ich sehe hier keinen Weg, wo ich... Warte, ich könnte da... Ich hätte einfach hochklettern können. Ich bin so ein Depp. Geh mal runter. Hier geht's weiter. Manchmal bin ich echt deppert, ne? Grünglanz und eine Kiste. Sehr schön. Grünglanz braucht man so dringend immer für die Rüstung. Bin so froh, dass ich nichts davon verkauft habe. Huhuhu. Hopp. Und hopp. Und hoch mit dir. Geht das von hier? Nein? Können wir nicht irgendwie hoch? Ich will nicht runter, ich will hoch. Ah, okay. So, da geht auch noch mal einer weiter. Da nicht. Vorratslager. Mehr war das gar nicht. Schade. Da kann ich auch noch hoch. Mensch, was für ein Kletterakt hier. Oh, noch eine Kiste. Und hepp. Und dort einmal hoch. Super. Ah, ja, wir sind schon ein bisschen näher gekommen. Oh, das sieht nach einer schönen Aussicht aus, eventuell. Klippen. Klippen. Na gut, hätte ja sein können. Ich glaube, die Quest wird ganz spannend. Wenn wir mal ankommen. Komplett neues Gebiet hier für mich. Ist ja auch immer ein gutes Zeichen. So, kann ich hier nochmal klettern? Dort. Okay, dann muss ich hier irgendwie lang. Kann ich mogeln ein bisschen? Yep. Im Mogeln bin ich auch 1A hier. Da haben wir ein mittleres Lager nochmal, sehr schön. Loot steht mir gut. So, und nochmal klettern. Ich muss höher hinaufklettern. Das ist wirklich ein Test. Upsa. Damit habe ich nicht gerechnet. Müssen wir nochmal. Sorry. So, also. Und nun?
Kann ich nicht hier vielleicht irgendwie einfach hoch? Ja. Das war doch einfach. Wenn man mogelt, dann kommt man schneller ans Ziel. So, merkt euch das, liebe Kinder. Tote Maschine. Und keine gute. Und keine gute. Okay. Was sind denn die guten Maschinen, Aloy? Noch eine tote Maschine. Ich dachte, tote Maschinen wären immer gute Maschinen. Ein toter Tenakt. Das muss Dex sein. Narkos Bruder. Im Kampf mit der Maschine gestorben. Ein Jammer. So, begib dich zum Wasserfall und begib dich in das Gebiet südlich des Horus. Glühende Lichter. Muss die Zenith-Basis sein. Oh ja. Sieht aus, als hätten sie ein Schild um den ganzen Ort. Klar, dass sie ihre Basis auf ihrer Privatinsel haben. Warte, Beta. Wir werden bald bei dir sein. Aber zurück zum aktuellen Problem. Ich muss die Gebiete überprüfen, die Vira erwähnte. Nahe des großen Wasserfalls und südlich des Horus auf dem Kamm. Das sieht ja abgefahren aus. Einfach nur so ein Gerüst. Mit ja, so ein bisschen Elfenbein-ähnlichem, glänzenden. Oh, jetzt leuchtet's. Und diese Kugeln vorne. Oh, das wird richtig wahnsinnig. Das wird wahnsinnig. Freue ich mich drauf. Ein bisschen. Ein bisschen auch nicht. Okay, da sind schon mal Maschinen. Ups. Ich sollte was anderes nehmen als Feuer. Ein Versänger. Teilweise freigeschaltet. Das heißt, ich kann ihn nicht überbrücken. Und der Versänger hasst Frost. Da ist der Wasserfall. Und Killermaschinen, wie versprochen. Wenn ich recht habe und hier irgendwo ein Köder ist, findet mein Fokus ihn vielleicht. Hier rüber. Ein schräger Blick und ein Versänger legt alles in Schutt und Asche. Ja, aber wir klauen ihm jetzt einfach das da. So. Oh, das von deinem Hintern hätte ich auch gerne einmal. Das da. Danke. 1, 2, ach komm, das ist Materialverschwendung. Einmal draufkloppen, bitte, danke. Da war ein kritischer Treffer. Warum habt ihr nicht gemacht? Weg hier, weg hier, weg hier. Oh, der ist fast gar nicht mehr vorhanden, ne? Renn doch nicht weg. Ich habe noch Süßigkeiten für dich übrig. Ja, ja, genau, Süßigkeiten. Nur für dich. Ich setze nach. Oh ja, was hast du gemacht? Autsch. So, der ist platt. Und ich brenne ein bisschen. Der Brustkorb ist eine Schwachstelle. So, komme ich hier rüber.
Okay, sehr gut. Und einmal dick drauf. Ah, okay. Das so. Das Gebiet ist sicher. Jetzt schon. Mal sehen, ob es hier in der Nähe einen Köder gibt. Löschwasser, sehr schön, sehr schön. Oh, da haben wir die Versengerwaffe. Braucht die ja gar nicht. Und eine dicke Kiste. Das hätte ich auch noch nutzen können. Tja, und nun? Gehen wir hier hoch. Aha, da ist was Schönes. Auch nur eine Kiste. Wir suchen aber einen Sender. Den da oben. Oder? Ne, Moment, den links. Aber was ist das hier? Kleines Lager. Ich suche das da. Ein Maschinenköder. Dachte ich's mir doch. Aber dieser hier sieht entwickelter aus. Mhm. Nach Sinus-Technologie. Das sollte ich mir näher ansehen. In der Tat, der von den Oseram war das, glaube ich. Das war so ein kleiner, obwohl Karcher vielleicht auch. Der dann okay, mal sehen, ob ich das Ding ausschalten kann. Köder überbrücken. Ach, jetzt kann ich Sinus-Technologie überbrücken, das ist ja auch was. Die Daten hier sehen nach Protokoll aus. Von etwas namens der Julius. Eine Zenith-KI? Da steht lokalen Abschaum ausgelöscht. Wurden also Maschinen angelockt, um Eindringlinge zu töten? Zumindest ist der Köder jetzt abgeschaltet. Abschaum ausgelöscht. Ach, die Zeniths, ne? Ich wollte mir im Notizbuch... Sammelobjekte, Datenpunkte... Das würde ich mir gerne angucken. Das hier war das. Anweisung erhalten und verändert immer weiter so bisher an den Knoten ausgelöschter lokaler Abschaum. 7, juhu, oh oh, Eingriff erkannt, huch. Ich verliere die Kontrolle über diesen Knoten, das ist nicht gut. Leiter auf Bravo-Knoten um, einen schönen Tag noch. Okay, gar nicht gruselig. Nachricht für Gunda. Cool, aber... Ja, so sah er aus jetzt, ne? Und jetzt müssen wir auf die andere Seite des Horus hier vorne hin. Ab nach unten. Machen wir auch wieder luftlinienmäßig auf dem kürzesten Weg. Da ist nochmal ein unbekanntes Lagerfeuer, das wäre auch was. Auch sehr nett. Also jetzt waren die Zeniths hier und wollen hier einfach mal so in ihrer näheren Umgebung keinen Aufhebens um sich machen. Die haben ihre Basis da hinten irgendwo hier. Und locken deswegen Maschinen an, damit die Einwohner hier fernbleiben. Was ist in dieser Richtung? Nebel. Okay. Eben mal Muni nachbauen. Nur für den Fall der Fälle. Ui, da ist so ein Mammut wieder. Nee, was ist das denn? Oh, ein Donnerkiefer.
Was ist das? Ach, das ist so ein Mammutding. Uff. Ja, also wenn ich hier runterstürze, kann ich die eigentlich auch von oben einmal kurz angreifen. Aber ich glaube, bei denen ist Planung besser als... Okay. Ich glaube, ich bin in dem Gebiet, das Evira erwähnte. Hier gibt es definitiv tödliche Maschinen. Wenn hier irgendwo ein Köder ist, findet mein Fokus ihn vielleicht. Wenn ich fliege, könnte ich eine Energiezelle vom Horus mitnehmen. Die könnte mit den Maschinen helfen. Oh, wenn ich fliege? Okay, machen wir. Strecken wir die Flügel aus. Hui! Nee, nach oben bitte einmal. Ach ja, war ich schon mal lang geklettert irgendwie letztens? Nee. Nee. Sieht nur so ähnlich aus. Kannst du mich bitte nicht abschießen? Danke. Hier aufheben. Jetzt kann ich die irgendwann abwerfen, um die Viecher hier zu töten, hm? Kannst du ein bisschen höher? Also der Donnerkiefer wäre entscheidender. Jetzt. Ui. Kann ich von hier schießen? Nee. Kann ich irgendwas von hier machen? Nö. Okay. Dann begebe ich mich mal wieder zu einer schöneren Position. Oh. Nicht hängen bleiben bitte jetzt hier. Wir haben die doch schon so schön gerade geschwächt. Jetzt geh nicht zu weit weg. Oh, ich kann auch mal. Oh, ich kann auch mal. Okay. Ein bisschen höher. Und ein bisschen weiter hier vorbei. Und nochmal auf den Donnerkiefer gerne. Und abwerfen. Ja, okay. Kannst du mal wieder zurückfliegen? Ich habe die ganze Zeit gesagt, er soll drehen und er so, nee, ich will weiter weg. Boah, guckt euch dieses Schloss da hinten an, diese Festung. Einfach krass. Kann ich das nochmal machen? Wie oft kann ich das so machen? Mit den Energiezellen vom Horus? Aufheben. Versuchen wir mal hier lang zu fliegen. So. Und abwerfen. Sie ist gelähmt. So, komm. Einmal runter. Ich jetzt runter? Nein. Oh, es fühlt sich ganz doof an. Wie so ein Tropfen auf einen heißen Stein. Upsa. Nee. Okay, besser. Nee, nicht zu zweit jetzt bitte. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht auf Nummer sicher gegangen bin und. Ah. Ui, okay. Auf Nummer sicher gegangen und einfach die Horus-Batterien weiter und weiter runtergeworfen habe. Aber ich hatte das Gefühl, dass die
Batterien, die nur betäuben und nicht die ganze Zeit über Schaden machen. Und sie hat das so mutig gerufen. Kommt ich hier überhaupt hin? Reitmaschine erreicht diesen Ort nicht. Ja, danke. Super. Also nochmal hoch. Hurra! Hängst du an der Palme fest jetzt oder was? Los! Ich will jetzt eine halbe Stunde im Busch hängen bleiben, Mensch. Aufheben. Und abwerfen. Durchzucken, das Ding. So, und dann fliegen wir einfach dreimal jetzt hin und dann sind die ja eigentlich schon geschwächt. Aufheben. Abwerfen. Das hat den Donnerkäfer diesmal nicht getroffen. Das zieht tatsächlich was ab. Also mit der Steuerung komme ich nicht so gut klar hier gerade. Aufheben. So. Versuch mal wieder den Donnerkäfer zu treffen. Der macht mir eigentlich am meisten Sorgen. So, und zack. Ja doch, der ist jetzt schon zur Hälfte. Gerade hatte er ein Drittel, jetzt ist er zur Hälfte beschädigt. Und anscheinend können wir das hier ein paar Mal machen. Dann machen wir das doch auch. Ist ja auch zeitsparend, hm? So. Schön. Kannst du nochmal machen. Warum nicht? Übt ja auch ein bisschen. Ah, jetzt sieht's leer aus. Nee, kommt noch was nach. Eine Maschine in der Nähe befindet sich im Schadenerweiterungszustand. Nee, das wollen wir nicht hier. Schon ein bisschen Bock selber zu kämpfen. Das ist eigentlich auch keine schlechte Position, oder? Schon nicht runterfallen. Autsch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, die stunnen mich aber gut. Du musst sterben. Ja, der erste ist platt, okay. Wie sieht's mit dir aus?
Frost war doof, ne? Oder? Ne, Löschwasser und Gifte. Oh, okay. Plasma, wie ist... Oh Gott, hast du viel Krampel noch an dir. Hä, was willst du denn jetzt auf einmal hier? Das muss weg. Aua. Auch. Das ist eine gute Position hier. Jetzt nicht mehr. Viel okay. Besser. Ja, komm schon. Ja, die Seite muss noch weg. Autsch. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich wollte eigentlich mehr Muni machen. Oh, nein. Nein. Nahkampf gegen Donnerkiefer, nicht gut. Drei Pfeile, Überspannschaden, auf den Popo. Nochmal Fernkampf hier. Okay. Okay. Ins Gesicht. Mutstoß. Ich weiß nicht warum, aber machen wir nochmal kurz. Aua. Schon machen können eigentlich. Ui. Hier, dagegen will ich schießen. So, platt. Okay, ich sollte mich umsehen. Vielleicht finde ich einen Köder. Ja, ich habe den Köder schon von weitem gesehen, ihr auch. Der ist hier nämlich die ganze Zeit gewesen. Kann ich den looten bitte einmal? Danke. Oh, mein Hund jammert. Natürlich. So viele schöne Maschinen, ha? Hi. Ich wollte die Maschinen looten. Was hältst du davon? Einmal landen, bitte. Kannst du das ein bisschen schneller machen? Das ist ja wohl ihr mega... Mega langsam, meine Güte. Danke. Reparieren. War gar nicht so schlimm. Behemoth, genau so hießen die. Cool. Da haben wir noch ein... Oh, mein Hund jammert richtig schlimm gerade. Muss gleich Pause machen. Ich habe jetzt ja auch schon eine Stunde noch gespielt wieder. Ich sollte mich darum kümmern. Na schön, jetzt wird das Ding abgeschaltet. Oh, hier hört man. Mein Controller vibriert noch ohne ein Ende. Ein seltsames Protokoll von dem Julius. Es erwähnt einen dritten Köder in der Nähe. Einen dritten Köder, okay. Bereichsbericht Bravo Knoten präsentiert von dem Julius. Anweisung erhalten und verändert. Immer weiter, immer weiter. Bisher in diesem Knoten ausgelöschter lokaler Abschaum 14. Hossa. Basisannäherung ist sicher hervorragend. Oh oh, Eingriff erkannt. Pustekuchen, ich verliere die Kontrolle über diesen Knoten. Leite auf Charlie Knoten um. Bis später. Ich schaue mir das an. Und da lag ich wohl richtig.
Die Sinets haben diese Dinger hier gelassen, um Maschinen anzulocken, die den Zugang zu ihrer Basis schützen. Das haben wir doch auch schon herausgefunden. Ja. Okay, 40 Minuten haben wir jetzt auch schon wieder rum. Was ist jetzt das Ziel, den dritten Knoten eigentlich zu finden? Das machen wir aber in der nächsten Runde. Ich sag schon mal danke fürs Zuschauen. Ich grüße Fucho von euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.